Die Aufnahmen zu diesem Film sind im südlichen Frankreich in der nördlichen Provence entstanden. Genauer gesagt etwa 25 bis 30 Kilometer südöstlich des Mont Ventoux im Departement Vaucluse. In der Region um die auf etwa 700 Metern Höhe gelegenen Stadt Sceaux befindet sich ein oder manche sagen auch das Zentrum des Lavendelanbaus in der Provence. Unsere erste Reise hatten wir in der zweiten Maihälfte unternommen. Damals war uns nicht bewusst, dass der Lavendel der Provence erst relativ spät aufblüht. Insofern waren wir zunächst enttäuscht, dass wir auf die aus den Reiseprospekten bekannten schönen Bilder verzichten mussten. Die weltbekannten Bilder der Abbaye de Sénanc wirken nur, wenn der Lavendel auf dem Feld davor blüht. Ohne den Lavendel sieht alles sehr viel nüchterner aus. Bevor wir das Hochplateau vor Sceaux erreichten, mussten wir den Bergrücken eines Mont Ventoux-Ausläufers überqueren. Als wir dieses Hochplateau zum ersten Mal erblickten, stiegen wir aus dem Auto aus, um das großartige Panorama zu genießen. Schon die beeindruckende Aussicht allein wirkte, aber überwältigt waren wir von den Düften der wild wachsenden provenzalischen Kräuter, die nach einem Regen in der Luft liegen. Bohnenkraut, Rosmarin, Salbei, Thymian und natürlich auch die Lavendelbüsche verströmten einen unglaublich dichten Mix aus Düften ihrer ätherischen Öle. Den Duft, der Ende Mai über der Provence hing, kann ich hier leider nicht demonstrieren. Das müssen Sie mir einfach glauben. Ein Jahr und 6 Wochen später sah es auf dem Hochplateau dann so aus. Und jetzt noch ein paar Beispiele, die zeigen, warum wir unbedingt noch einmal zur Lavendelblüte in die Region um Sceaux zurückkehren mussten. So schön es aussieht, aber wer die Lavendelblüte erleben will, muss leidensfähig sein. Während im Vorjahr Ende Mai noch angenehme Temperaturen unter 30 Grad herrschten, hatten wir ein Jahr später Mitte Juli Temperaturen von mehr als 30 Grad im Schatten. Aber sehen Sie hier Schatten? Begleiten Sie mich nun auf einer Fahrt entlang der Lavendelfelder. Genießen Sie den Ausblick und die Klimaanlage im Auto. Draußen haben wir ungefähr 35 Grad im Schatten, wenn Schatten. Es gibt verschiedene Arten von Lavendel, die sich in Größe, Form der Blütenanordnung und auch der medizinischen Wirksamkeit bzw. des Anwendungsbereichs unterscheiden. Der auch in unseren Breiten vorkommende Lavendel ist das sogenannte Lavandin. Lavandin erkennt man unter anderem daran, dass die Blütenstiele verzweigen und mehrere Blüten tragen. Das Lavandin wird in erster Linie als Grundstoff für Duftstoffe verwendet. Wir kennen alle die kleinen Lavendelsäckchen, die man in den Schrank zur Wäsche legt, damit die Motten fernbleiben. Wir halten jetzt einmal an und begeben uns in ein Feld hinein. Beim echten oder wie man auch sagt, feinen Lavendel trägt jeder Blütenstiel nur eine große Blüte. Seine ätherischen Öle besitzen eine schon seit dem Altertum bekannte besondere medizinische Wirksamkeit, wie zum Beispiel Wundheilungskräfte, sowie eine beruhigende Wirkung. Ein Tropfen abends aufs Kopfkissen und Sie können wunderbar einschlafen.
Der echte oder feine Lavendel gedeiht nur in Regionen oberhalb von 600 Metern. Wir sind jetzt auf etwa 1000 Metern Höhe und haben von hier aus einen fantastischen Panoramablick vom Mont Ventoux beginnend über das Plateau von Albion. Im Vordergrund ein Lavendelfeld, das noch nicht in voller Blüte steht. Wir verlassen die Hauptstraße und fahren einmal kurz auf einem Wirtschaftsweg in ein Feld hinein. Hier sehen wir eine typische provenzalische Landschaft. Gallischer Weizen oder Petit Epeautre genannt und daneben Lavendel. Der Petit Epeautre oder auch Einkorn ist eine Getreidesorte, die schon die Römer kannten und die vor nicht allzu langer Zeit wiederentdeckt wurde. Dieses Urgetreide gedeiht auch in höher gelegenen Regionen. Heute ist der Anbau des gallischen Weizens eine weitere Spezialität in der Region um Sceaux. Wenn wir auf unserem Weg einmal einhalten und uns einfach zwischen die Lavendelbüsche hocken und die Windgeräusche ausblenden, hören wir das Summen von abertausenden Bienen, die in den Lavendelblüten Nektar sammeln. Im Hintergrund hört man die allgegenwärtigen Zikaden. Wenn man mal in einem Gehölz eine Zikade zu sehen bekommt, will man kaum glauben, wie so ein kleines Insekt, hier etwa 3 cm, einen solchen Lärm machen kann. Dass die Gesänge hauptsächlich von den Männchen ausgehen, war schon den alten Griechen bekannt und verleitete den griechischen Dichter Xenarchos zu dem Ausspruch: Glücklich leben die Zikaden, denn sie haben stumme Weiber. Wir verlassen jetzt die Hochebene von Albion und fahren zurück in Richtung Sceaux. Der Ort Sceaux ist ein typischer Mittelpunktort mit ungefähr 1400 Einwohnern, Verwaltung, Schulen und allen öffentlichen Einrichtungen, die die Bevölkerung in der Region so braucht. Einmal in der Woche findet in der mittelalterlich geprägten Altstadt ein Markt statt, der auch gern von Touristen besucht wird. Die Bergterrasse, die wir gerade passieren, lädt dazu ein, hier einen Petit Café einzunehmen und dabei den Panoramablick über das Tal zu genießen. Sceaux ist bei Radsportlern ein beliebter Ausgangs- oder Zielort bei deren Touren hoch zum Mont Ventoux. Auch die Tour de France leitete schon öfter eine Etappe durch Sceaux hinauf auf diesen markanten Berg.
Gerade fahren wir ein Stück auf dieser Strecke entlang. An einem Berghang am Ende des Hochtals liegt das malerische kleine Dorf Orell, durch das wir jetzt kurz fahren. Die Hauptstraße führt mitten zwischen einem Restaurant und dessen Terrasse hindurch. Der Bürgermeister hat deshalb für das Servicepersonal wohl extra einen Zebrastreifen angelegt. Wir begeben uns nun ins Tal hinab auf den sogenannten Lavendelweg. An dieser Stelle biegen wir ab, um noch einmal einen Blick zurück auf Orell zu werfen. Von dieser Stelle aus ist zu erkennen, wie malerisch der Ort wirklich gelegen ist. Auf dem Lavendelweg fahren wir weiter durchs Tal. Es ist Mitte Juli und die Lavendelernte in der Region um Zoo hat bereits begonnen. Bis in die Mitte der 50er Jahre wurden die Lavendelblütenstiele mit einer Sense geerntet. Auf diese Weise wird heute nur noch der Lavendel geschnitten, der anschließend zu Sträußen gebunden in den Souvenirläden verkauft wird. Heutzutage setzt man für den Großteil der Ernte moderne Schnittermaschinen ein. Durch diese Bilder wird jetzt verständlich, warum die Lavendelstauden in so malerisch wirkenden Reihen gepflanzt werden. Es sind schlichtweg ganz profane, praktische Gründe. Beim Schneiden werden die Stauden von unten her zusammengefasst, gepresst und ans Messer geliefert. Auf diese Weise kann eine Schnittermaschine täglich 3 bis 4 Hektar Anbaufläche bearbeiten. Früher wurden für die gleiche Arbeit 25 Schnitter mit Sensen eingesetzt. Auf unserer Weiterfahrt, immer den Lavendelweg entlang, sehen wir in der Ferne den aufsteigenden Rauch einer Destille, in der das Lavendelöl gewonnen wird. Lassen Sie uns den Leuten bei der Arbeit einmal zuschauen. Vorab möchte ich jedoch das Prinzip der Destillation von Lavendelöl an einem Schaubild erläutern. Links sehen wir den großen Destillierdruckbehälter, in den die Lavendelblüten mitsamt den Blütenstielen eingefüllt und zusammengepresst werden, damit möglichst viel von dem lockeren Material in den Behälter passt. Hinzu kommt Wasser, das zum Kochen gebracht wird. Bereits bei einer Wassertemperatur von etwa 80 Grad Celsius wird das Lavendelöl aus dem Pflanzenmaterial gelöst und verdampft. Der aufsteigende Wasserdampf mit der Lavendelessenz wird über eine Kühlschnecke geleitet, in der Wasser und Essenz kondensieren.
Dieses Kondensat fließt in den sogenannten Essencier, in dem Wasser und die ölige Essenz geschieden werden. Die Trennung läuft von selbst völlig natürlich ab, denn die Lavendelessenz ist leichter als das aromatisierte Wasser, das sich am Boden der Anlage sammelt. Ein früherer Destilliervorgang ist gerade beendet und das Lavendelmaterial, aus dem die Lavendelessenz herausgelöst wurde, wird mit Hilfe eines Flaschenzuges aus dem Destillierbehälter gehoben. Ein neuer Destilliervorgang wird vorbereitet und das Lavendelmaterial in den Kessel gefüllt. Weil das Material ziemlich sperrig ist und anfangs nur locker im Kessel liegt, muss es mit einem schweren Betonklotz zusammengedrückt werden. Ein Teil des übrig gebliebenen und gut brennbaren Lavendelmaterials wird zum Erhitzen des Wassers eingesetzt. Anschließend wird der Druckbehälter geschlossen und ein neuer Destilliervorgang beginnt, nachdem das Prozesswasser eingelassen wurde. Bei den Temperaturen, die in der Nähe des Heizkessels herrschen, spielt die Außentemperatur nun wirklich keine große Rolle mehr. Unter der Anlage steht der Essencier, dessen Funktionsweise ein dort angebrachtes Schaubild verdeutlicht. Von oben rechts fließt das Wasser-Essenzgemisch in den Auffangbehälter. Aufgrund des geringeren spezifischen Gewichts der Lavendelölessenz steigt diese nach oben auf. Das schwerere Wasser setzt sich unten ab. Das Abscheideprinzip funktioniert so, dass das Niveau des Wasserablaufs, links zu sehen, geringfügig niedriger ist als die Oberkante des Essenzablaufs. Wasser kann also nicht in den Auffangbehälter für das ätherische Lavendelöl gelangen. Die sich nach oben hin immer weiter verdichtende Essenz wird vom schwereren Wasser hochgedrückt, bis sie schließlich über die obere Abscheidekante in das Auffanggefäß fließt. Wenn sich genügend Essenz gesammelt hat, kann der Auffangbehälter über den kleinen Hahn auf der linken Seite geleert werden. Das ausdestillierte Lavendelstroh wird zum Abkühlen auf ein Feld gebracht. Sieht aus wie ein riesiger Misthaufen, der zur Lavendelernte wunderbar duftet. So, Lavendelblüte, Ernte und Destillation haben wir gesehen. Aber zur Zeit der Lavendelblüte gibt es noch etwas anderes Interessantes zu erleben. Lavendelhonig. Gesammelt von abertausenden Bienen, deren Summen die Lavendelfelder durchzieht und das wir zu Beginn des Films gehört haben. Im Schatten eines Eichenhains hat ein Imker seine Bienenstöcke aufgestellt. Wir fahren nun ein Stück außerhalb der Hochebene, um dem Imker einen kurzen Besuch abzustatten. Der Weg führt uns außerhalb des Tals in die Mitte der Gorge de la Nesque, eine Schlucht, in die sich ein Bach namens Nesque über lange Zeit tief eingegraben hat.
Halten wir einmal an und wagen einen Blick in die Tiefe. Von der gegenüberliegenden Seite aus kann man in die Schlucht hinabsteigen. Die Wege sind zwar gekennzeichnet, aber nur für trittfeste Leute mit festem Schuhwerk geeignet. In früheren Jahrhunderten hatten sich in den Felsnischen Wildbienen angesiedelt. Um an deren Honig zu gelangen, war viel Mut erforderlich, die Kletterei in den Felswänden war lebensgefährlich. In diesem Naturreservat haben wir bei einer Wanderung an einer für Menschen unzugänglichen Stelle in einer der Felsnischen einen Geierhorst entdeckt. Und sogar Geier im Flug. Einer der grandiosesten Ausblicke in der Gorge de la Nesque ist der auf den Rocher du Sire. Hier macht die Schlucht einen Knick und geht über in eine grandiose Canyonlandschaft, nur noch vergleichbar mit dem Grand Canyon du Verdon, ca. 150 Kilometer südöstlich gelegen. Die Straße, die ca. 20 Kilometer durch die gesamte Gorge de la Nesque führt, ist eine beliebte Radstrecke und auch bei Bikern sehr beliebt. Nach einigen Kilometern, die wir durchs Nirgendwo gefahren sind, taucht plötzlich vor uns ein einsames Haus auf, in dem ein Imker mit seiner Familie wohnt. Der Lavendelhonig schmeckt köstlich. Je nach Jahreszeit gibt es aber auch andere Sorten, zum Beispiel den Garrigue-Honig von den wild wachsenden Kräutern der Provence und andere Sorten mehr. Man kann alle Honigsorten probieren, aber es war ein Glücksfall, dass wir an diesem Tag unseren Finger direkt in eine Wabe stecken und abschlecken durften. Nimm. Mit dem Finger, mit dem Daumen, ja? Voilà. Voilà. Wo ist die? Et vous aussi? Voilà. Ça c'est. Auf dem Rückweg passieren wir schnell noch ein paar Radfahrer, die bei der anstrengenden Fahrt bergauf sicher mehr Gelegenheit haben, das Panorama des Canyons zu betrachten.